Hier ist wieder FatFat von fatspielen.de und wir spielen Good Game Empire, diesmal sogar im Vollbildmodus. Ich habe eine tolle Funktion entdeckt und zwar hier in den Einstellungen, dass man das Spiel hier auf voller Breitseite sehen kann und das werden wir jetzt ab sofort auch tun. Ich habe eben gerade schon ein Let's Play aufgenommen, die Aufnahme ist leider nichts geworden, das heißt, ich muss jetzt quasi alles nochmal von vorne machen oder von vorne erzählen, was ich eben gerade alles gemacht habe und leider, habt ihr jetzt auch ein paar Sachen verpasst. Ich werde jetzt versuchen, alles nochmal nachzuholen, erstmal auf den neuesten Stand bekommen. Ich habe erstmal ganz viele tolle Messages von euch gekommen, die habe ich jetzt alle schon einmal angeklickt, aber wir werden es jetzt nochmal tun, damit ihr das auch wirklich seht. Hier zum Beispiel hat Agrokiller geschrieben, wie geht's, und Valkyr hat geschrieben, hat mir nochmal auf meine letzte Message geantwortet. Batzi war auch da, ich habe ein paar Videos von dir angeschaut, cool, und er hat mich bei YouTube gesehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Batzi, und wir schauen mal, was es hier noch gibt. Genau, Batzi hat uns nämlich einen guten Tipp gegeben, dass man, wenn man online bist, die Steuern dann auf 10 Minuten stellen soll, sodass das Säckchen hier innerhalb des Let's Plays noch klingelt, und wenn man offline ist, dass man dann über die Nacht dann dementsprechend seine Steuern anders und längerfristiger planen kann. Das werden wir auch auf jeden Fall mal machen. Und dann hat uns noch Dark Skull Demon geschrieben, finde ich cool, mach weiter so, hab jede Folge von dir geguckt, warte sehnsüchtig auf nächste Folgen. Vielen, vielen Dank, Dark Skull Demon, danke für die Message, finde ich richtig geil, dass du hier dabei bist, und schau mal, was hier Zoomy Gamer noch geschrieben hast. Ja, er fragt, ob wir in die Allianz gehen wollen. Darüber kümmern wir uns ja auch noch, habe ich ja versprochen. Stormer hat noch geschrieben, ja, eine Quest, für dass wir hier Holzfäller und Steinbrüche auf Stufe 4 brauchen. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Hier hat nochmal jemand geschrieben, hi, ihr habt dein Let's Play von Good Game Empire gesehen, voll cool, wenn du was brauchst. Ich kann dir was schicken, sag mal einfach Bescheid. Vielen, vielen Dank für die Message. Und hier können wir uns auch noch eine Belohnung abholen. Das haben wir gemacht. Deine Mutter hat noch geschrieben, du bist echt geil. Ich finde dich auch echt geil. Ich finde es echt total geil, dass ihr mir alles schreibt. Vielen, vielen Dank für die tollen Messages. Ich freue mich wirklich über alles, was ihr hier schreibt. Und echt super, dass ihr dabei seid und hier diese ganze Good Game Empire Let's Play Reihe so gut findet. Finde ich richtig geil, muss ich wirklich sagen. Und wir haben eine Raubritterburg besiegt und diese Schlacht gewonnen. Mal gucken, wie es aussieht. Hier sehen wir Details. Ja, hier volle Kanne. Alle durchgekommen und ja, sehr, sehr gut, diese Raubritterburg. So, wie gesagt, die Aufnahme ist leider nichts geworden. Erstmal Vollbildmodus und dann hat es schon erstmal nicht geklappt. Was ich noch gemacht habe, kann ich euch jetzt ja verraten, dass ich habe etwas gespendet. Ihr seht es, hier bin ich erstmalig unter 2000 Einheiten bei Holz und Stein kommen. Das liegt daran, dass ich etwas in die Allianzkasse gespendet habe. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zwei Angriffe losgeschickt. Wir gucken mal auf die Weltkarte, dann seht ihr das auch. Die eine Raubritterburg habe ich ja eben gerade schon besiegt. Hier sehen wir es noch, die brennt ja schon. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Schattenangriff losgetreten. Zum ersten Mal. Man kann ja auch Schattenangriffe machen. Das habe ich ja irgendwie noch gar nicht so richtig realisiert. Auf jeden Fall habe ich es zum ersten Mal gemacht. Da gab es hier die Auswahl eines Schattenangriffes. Und hier seht ihr die Schattenkrieger, die nicht unter uns im offiziellen Banner, sondern unter ihrem Schattenkrieger-Banner jetzt vom Lager aus diese Raubritterburg angreifen. Apropos Angriff, wir werden auch angegriffen, und zwar in 8 Minuten ist es soweit. Da hat eine Raubritterburg Level 1 den Marsch auf uns geblasen, und mal schauen, ob die uns bekommen. Ich glaube nicht. Die werden wir auf jeden Fall zurückschlagen. So, unsere Leute, wieder sind wir zurück. Und was haben wir noch gemacht? Ja, genau. Es ging um Dekorationen, auf jeden Fall. Das habt ihr jetzt ja leider auch nicht mitbekommen, deswegen werde ich es euch nochmal sagen. Ich habe ja Dekorationen gehabt, Wegweiser, Pranger, die Vorräte, das Plumpsklo, den Käfig, und jetzt habe ich auch noch den Waffenständer hingesetzt. Das heißt, unsere Prinzessin ist jetzt auch sehr, sehr zufrieden, und diese Quest ist damit auch erledigt worden. Ne? Ihr seht das hier. Hier war ja sonst immer die große Quest der Prinzessin, die immer wollte, dass ich ihr Gold für rote, samtne Vorhänge schenke oder sonst irgendetwas. Aber jetzt ist sie endlich, jetzt gibt sie endlich Ruhe. Jetzt haben wir diese Quest auch erledigt. Das ist sehr, sehr gut. Und wir schauen mal, was wir jetzt noch machen können. Gebt den Bürgern Arbeit, den Holzfeld auf Stufe 3 ausbauen. Das habe ich jetzt auch schon in Auftrag gegeben. Ihr seht es hier, 48 Minuten 30 dauert es noch, bis dieser Holzfäller abgegradet ist auf Level 3. Das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist, dass wir einen weiteren Holzfäller, ja, bauen müssen. Es gibt ja 3 Holzfäller, die wir brauchen, die auf Stufe 3 sind. Wir haben aber nur 2. Das heißt, nachdem dieser Holzfäller upgraded ist, muss ich mich daran kümmern, auch mal ein drittes Plätzchen zu finden für den dritten Holzfäller. So sieht es aus. Wir schauen mal weiter, wie es hier aussieht. Neuer Nachschub. Besitze Wurfsteine und Pechkessel. Da habe ich auch welche in Auftrag gegeben. Wir können noch mal einen Blick in unsere Verteidigungswerkstatt werfen. Hier sehen wir es unter Produzieren.
da. 5-mal Wurfsteine sind in Auftrag gegeben worden. Ich brauche nur einen Wurfstein. Jedoch denke ich mir, naja, wenn wir in 6 Minuten angegriffen werden, kann es ja auch sein, dass wir den einen oder anderen Wurfstein für diesen Angriff verwenden werden. Deswegen ist es auch nicht schlimm, ein bisschen auf Masse zu produzieren. Und wir schauen mal, wie viele Wurfsteine dann im Endeffekt noch da bleiben, sodass wir ja, diese Quest auf jeden Fall dann auch erfüllen. So, schau mal, mit eiserner Faust, wie sieht's hier aus? Raubritterburg Level 4 oder höher besiegt, jawohl. Jetzt habe ich hier schon mal eine, denn diese eine Raubritterburg habe ich ja eben gerade besiegt. Ihr habt eben gerade ja noch die Message bekommen, dass wir das geschafft haben. Und unsere Mannen sind ja auch schon wieder auf dem Rückweg. Wo sind sie denn überhaupt gerade? Sind sie schon wieder da? Na, siehst du. Genau, da ist ja auch die Raubritterburg, die wir eben gerade zum Brennen gebracht haben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch schauen, dass wir die nächste Raubritterburg Level 4 oder höher besiegen. Und ich würde mal sagen, wir können ja auch wieder mal eine Raubritterburg hochleveln. Was ist zum Beispiel mit der? Die ist ja hier gleich um die Ecke. Level 3, ein Sieg bis Level 4. Das heißt, wenn wir die angreifen, dann haben wir doch dann beim nächsten Mal wieder eine Raubritterburg, die wir dann auch tatsächlich so gewinnbringend angreifen können, dass wir damit auch unsere Quest erfüllen. So, dann würde ich mal sagen, die Streitkolbenträger kommen hier alle ran. Da mache ich mal 2 hin und das ist quasi der Ablenkungsmanöver-Angriff, dass hier ein Streitkolbenträger über die linke Flanke kommt. Alles klar, das gebe ich in Auftrag und die Streitkolbenträger können sich jetzt darum kümmern, auch diese Raubritterburg zu erledigen. Alles klar, so, schauen wir nochmal unsere letzte Quest an, die wir hier haben. Das ist nämlich die Quest, wenn es um die Burgflächenerweiterung geht, auf dem neuesten Stand. Hier müssen wir unsere Burgfläche erweitern und einen Turm ausbauen und ich sage euch, das können wir noch nicht machen, da uns dazu der Level fehlt. Wir schauen nochmal nach, um uns zu vergewissern. Gehen aufs Baumenü. Und da seht ihr es hier. Verfügbar ab Level 10. Das heißt, das kann ich noch nicht machen. Oh, jetzt habe ich gerade ein Wohnhaus mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Genau, hier steht es überall. Verfügbar ab Level 10. Das heißt, da müssen wir uns jetzt erstmal mit unserer jetzigen Burgfläche begnügen. Bringt nichts, wir müssen warten, bis wir Level 10 sind. Aber wie ihr seht hier, nur noch 8 Erfahrungspunkte trennen mich bis zum nächsten Erfahrungslevel. Das heißt, wenn wir schon das nächste Let's Play angerissen haben, sind wir schon Level 9. Und dann sollte es auch nicht mehr so weit sein, bis wir auch bei Level 10 sind. So, was können wir noch machen? Ah, hier sehen wir auch wieder gerade einen kleinen Dorfbewohner, dem wir hier das Geld aus der Tasche ziehen können. Das habt ihr mir als Tipp mitgegeben, auch sehr, sehr cool, dass ihr mir darauf hingewiesen habt, dass wir, wenn wir die Dorfbewohner, dass wenn wir die immer anklicken mit den Gedankenblasen, dass wir dort manchmal Holz, Stein oder auch Gold bekommen können. Das finde ich ist ein ganz, ganz süßes Gimmick, richtig geil gemacht von Good Game, dass man hier so zwischendurch auch mal schauen kann, was die Dorfbewohner gerade zum Kopf haben und dass man dann auch dementsprechend daraus Kapital schlagen kann. Finde ich sehr, sehr geil, richtig cool gemacht und gut, schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Jetzt müssen wir eigentlich warten, wir müssen warten darauf, dass wir angegriffen werden, warten darauf, dass unsere Angriffe ja, hoffentlich erfolgreich vonstatten gehen und ich würde sagen, wir müssen auch dieses Let's Play an dieser Stelle beenden. Alles, was ich gemacht habe, habe ich euch jetzt schon zum zweiten Mal gezeigt, da die erste Aufnahme leider nichts geworden ist. Aber das nächste Mal melde ich mich wieder in alter Frische und werde euch berichten, wie dieser Angriff, ja, ob er erfolgreich war. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Wir denken, dass wir unsere Burg erfolgreich verteidigt haben und wir schauen, was unsere Angriffe machen, besonders dieser Schattenangriff. Ich bin sehr, sehr gespannt und, oh, jetzt habe ich fast, da holen wir uns noch etwas Brot. Und wir schauen mal, was sonst noch so alles passiert. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Fat Fred von fatspielen.de.